So, moin zusammen. Wir sollen hier die Werft zerlegen. Da tut nichts leichter sein als wie das jetzt hier. So, aber schauen wir mal. So, in der letzten Folge war ich hier schon rangeritten, wurde fast entdeckt. Lass die Falken los. 0 von 3. Schalt den Lagergeneral aus. Sashimono-Banner zurück und töte einen Gegner in einem Herausforderungskampf. Aber dann werden, glaube ich, alle herausgefordert, oder? Wer stellt sich mir zuerst? Ah, toll. Who's next? Der schnetzelt es. Alles klar, jetzt sehe ich dich, mein Freund. Und du siehst mich nicht mehr. Ach, komplettes Chaos jetzt hier. Oh. Verdammt, okay. Völlig verkackt. Überhaupt nichts passt. So. Überhaupt nichts so gemacht, wie es hätte klappen sollen. Und der Arm ab. Ja, schade. Riesen Tuhuwabuhu hier abgerissen. So. Okay, L2 und dann. Mensch, ich bin mit der Steuerung ein bisschen durcheinander gekommen mit meinen Werkzeugen hier. Waren das schon alle? Ja, das wäre ja so oder so eskaliert, ob ich den jetzt im Duell besiegt hätte oder nicht. Jetzt habe ich nur halt diese optionale Geschichte da nicht gemacht, aber meine Güte. Davon fällt ja auch kein Sackreis um.
1 von 3. Eins der Banner. Okay, da sind auch noch Gegner. Vielleicht kann ich davon noch mal einen herausfordern. Bleibe ich erstmal hier oben. Und gras hier soweit alles ab. Oh toll. Meinetwegen verbrennt jetzt das Schwein hier. Kugeln sind voll. Ich glaube, irgendwann wird mir das auch passieren. Dann vergesse ich hier irgendwie zu lauschen, ob einer im Zelt ist. Und dann platze ich einfach mal in so eine kleine Grillparty oder sowas. Rückseite liegt hier gerade nichts mehr. So, noch außerhalb irgendwelche Wachen und Patrouillen. Sieht nicht so aus. Ja, genau, das war die Stelle. Ist ja hier rüber gehangelt und hinten das Boot abgefackelt. Und ich habe das hier mal ein bisschen anders gelöst. So. Ups. Wo kann ich denn meine Missionsziele nochmal nachlesen? Da. Schalte den Lagergeneral aus. Töte einen Gegner beim Herausforderungskampf. Ups, da lagen noch Pfeile. Vorräte. Und mein zweites Banner. Ups. Na komm. Da ist der General da oben. Herausfordern. Wieso kann ich nicht herausfordern? Ja, wenn es nicht geht mit herausfordern, ne? Dann halt so. Auch ein bisschen gemein, ne? Er schrubbt da das Deck und hat es jetzt komplett eingesodelt. So, den General noch ausschalten. Banner zurückholen. Was ist denn? So, kriegst gleich zwei davon. So, nochmal den Himmelsschlag. Und wieder den Arm abgetrennt.
Kürbis passen. Na, komm ran, mein Freund. Wollt ihr da oben? Ein Schlag. Einmal den Himmelschlag und wieder einen Arm ab. Gut, Munition ist voll. Oh. Entweder ist er hier irgendwie in die Deko reingeglitscht oder sein Kopf ist explodiert und ein Arm Bein abgerissen. Das ist ja genau meins hier wieder soweit. So, weiter geht's. Kann man hier noch rein, bevor ich alles abfackel? Fehlt, glaube ich, noch ein Banner, oder? Warum kann ich die nicht herausfordern? Und wieder ein Arm ab. Dann gibt es halt keinen Bonus diesmal. Schade, weil ich am Anfang verkackt habe mit dem Timing. Hey! What? Komm rein hier, mein Freund. So, haben wir es dann bald mal. Ups. Ja, sehr, sehr offensiv diesmal. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und ab über Bord. Zerstöre die Werft. Ja, das war auch mal sehr schön. Wird schon wieder dunkel. Wir haben irgendwie den ganzen Tag mit verbracht. Also in-game. Technikpunkt verdient. Neue Techniken verfügbar. So, was gibt's denn da noch Schönes hier unten? Die Gegenangriffe der perfekten Parade haben eine Chance von 20%, Gegner in der Nähe zu verängstigen. Angriffe mit blau schimmernden Linien können pariert werden. Und da hinten, da rennt einer weg im Hintergrund. Das ist ja krass. Zack. Noha. 2 Punkte habe ich. Folge im leitenden Wind, um Gegenstände zu entdecken. Ich führe von deinem Pferd aus einen Sprungangriff aus. Gegner zu Stürz und zu Taumelschaden. Vom Pferd aus mit Dreieck. Jawohl.
Genau, ja, aber den hätte ich eigentlich nicht so gerne. Der kostet 2. Ups. Entschlossene Parade, mittlere Entschlossenheit und Heilung wäre natürlich auch nicht verkehrt. Zweimal zustechen oder so. Rette dich vor dem Tod, wenn du verwundet wirst. Kostet zweimal Entschlossenheit. Reduziert die Ablenkzeit von Konzentration. Bewegt dich schneller. Siehst eine blinkende Aura um das Ziel eines Attentats. Ja, mache ich einmal den. Ups. Und dann den. So, plopp. Werft haben wir befreit. Ja, dann reite ich noch hier oben hoch. Ach, guck mal, ich kann auch so einen Wegpunkt. Nee, ich reite da einfach mal hin, um zu gucken, was da ist. Ist hier gleich um die Ecke. Nochmal das kleine Stück von der Karte an der Stelle aufdecken. Brava, Kage. So, und Banner Los hier, jetzt, Kage! Ich, auch alle. Ja, genau. Springen mehr hoch als weit. Auf dem richtigen Weg. Ja, komm, die holen wir uns noch. So, einmal absatteln bitte. Mann, ihr nervt langsam mit eurem Rumgetute hier. So, Simsalabim und weg bist du. Okay, da war ich ein bisschen zu beeifert. Ja, toll. Gerade das Schwert sauber gemacht. So, und wo ist er hin? Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, den hat es komplett zerfetzt, aber nee. Eine Haftbombe gefunden. Alles wird wieder gut. Habt Dank, mein Herr. Ihr solltet die Sümpfe nahe der Numata-Siedlung meiden. Dort verstecken sich Mongolen. Ein strategischer Ort. Perfekt für Überfälle. Und Angriffe auf jeden, der von Burkaneda kommt. Ihr geht doch nicht dorthin, oder? Mir bleibt keine andere Wahl. Jo, danke für den Tipp. Ja, ich glaube, so ein blödes Blasrohr haben sie irgendwie alle, um Alarm zu schlagen. So ein Horn, meine ich. So, leicht links halten. 230 Meter. Gott, bist du weit weg. Wir können nicht aufgeben.
5 Ausrüstungsverbesserungen. Ja, sieht doch hübsch aus hier. So, gut. Richtung Yagata-Gehöft. Und dann ist die Aufnahme durch. Machen wir es so wie eben. Da noch hinreiten. Und da starten wir dann neu. Yeah, Wildschweine. Da ist sie so. Oha, mit einer Vorwärtsrolle. Kurs stimmt. Handy noch mal, warte mal. Okay, hier war ein Fuchsbau. War hier nicht die komische Quest mit diesen Gruselwäldern? Ja, genau, hier war das. Na, guck mal, jetzt hat er auch Besuch. Geist des Waldes oder so hieß das ja hier. Viele halten sie für einen Mythos, aber die Kappa sind real. Kappa? Dämonen, mein Herr. Sie wurden an einer Fischerhütte in Akashima gesehen. Dämonen? Oder Menschen? Das sehe ich mir selbst an. Okay, mal eine Nahaufnahme von seinem Morse hier gerade gehabt. Yagata-Gehöft, da hinten ist das, glaube ich. Genau, alles aufschrecken, damit sie direkt wissen, dass ich komme. Rette die Geisel, 0 von 3. Und töte einen Gegner, der eine Windglocke untersucht. Ja, das war sowieso mein Plan. Und dann ist er da hinten wahrscheinlich auch gleich der Erste. Aber nicht mehr in dieser Folge. Dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.